Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Wir befinden uns immer noch auf der gefährlichen Reise, um unseren Vater zu retten. Hier bin ich in der letzten Folge nicht so wirklich weitergekommen, weiß jetzt aber, was ich falsch gemacht habe. Ich muss, wenn der Kleine abrutscht, ihn festhalten und ihn jetzt hier rüber transportieren und aufpassen, dass er nicht zwischen diese Fängen hier gerät. Irgendwie war mir nicht so ganz klar, dass ich den linken nochmal drücken muss, den linken Trigger. Okay, jetzt müssen wir hier aber ganz schnell nach oben. Oh, ich hoffe, das geht sich aus hier. So. Ich habe nochmal geschaut. Also wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Spiels. Ein bisschen drüber. Das heißt... Oh! Okay, das war so gedacht. Das heißt, wir sind jetzt... Oh Gott, jetzt müssen wir ihn irgendwie retten. Das heißt, wir müssen jetzt... Haben jetzt nochmal... ungefähr genauso viele Folgen vor uns. Uiuiuiui, der arme Kleine. Mutige kleine Jungs. Anders kann man es nicht sagen. So. Ich glaube, da kommt jetzt auch nachher noch ein bisschen Story. Nicht, dass ich die kennen würde, aber ich glaube, da kommen gleich noch... Huch. Das meinte ich. Oh, das ist die Mutti, oder? Da liegt der Vati. Hm, was ist mit ihm? Naja. Okay, was? Wir sind anscheinend in irgendeiner Art Traum. Der andere ist gerade verhindert und wir müssen jetzt gucken, wie wir können. Müssen. Okay. Naja! Vati! Huch! Was passiert? Ich kann nichts machen gerade. Ach so, das war nur ein Traum. Seltsamer Traum. Ich hoffe, das wird nicht noch wahr. Okay, der Kleine ist okay. Können wir weiter? Tja, irgendwie hat der jetzt... Gab es da wohl in dem Traum ein paar Unstimmigkeiten, um das mal milde auszudrücken. Aber sehr seltsam. Was ist hier los? Der will sich hängen? Maru Hadi! Sa! Colin!
Halt ihn fest, kletter da hoch und versuch ihn davon abzuhalten, das zu tun, was er da machen will. Ja, Seil ab, Seil ab. So, wird ihn gerettet. Oh, was ist denn? Walila, Haye. Ach, der hat seine Familie verloren. Bei einem Brand. Oh. Das ist natürlich echt schrecklich. Kann man irgendwas tun, um ihm zu helfen? Wahrscheinlich nicht. Was will man da auch tun, ne? Das ist tragisch. Nee, wir können, glaube ich, nichts machen. War das denn dann jetzt eigentlich gut, ihn vom Sterben zu bewahren? Ich weiß nicht. Kann man sich drüber streiten. Jetzt lassen wir ihn da einfach sitzen. Wusste jetzt aber auch nicht, was man da noch machen konnte. Okay, was ist hier los? Mal gucken. Einmal hier rumlaufen. Hä? Was bringt denn das? Ja, keine Ahnung, was das jetzt bringen soll. Haben wir denn hier noch? Da ist noch auf der anderen Seite ist auch noch mal so eine Brücke, die man ausfahren kann wahrscheinlich. Kann er da den... Nee. Vielleicht muss er auch an den... an der Windmühle hochklettern. Das kann natürlich sein. Ja. Wow, Vorsicht. Wow. Nee, so war es nicht gedacht. Im Moment bin ich mir aber auch noch gar nicht so sicher, was es überhaupt bringt, diesen Knüppel da zu betätigen. Kann er denn, das müsste doch gehen. Ja. Das klappt. So. Jetzt geht er da einmal rum. Hier durchzwingen und dann... Kurbel drehen. Ah, und dann bleibt die Brücke wahrscheinlich auch stehen. Oder? Ja. Hä? Ach, das muss ich einhaken. Zack. Nein! Dran vorbei. Ärgerlich. So, nochmal. Schön weiterkurbeln. So, jetzt haben wir's. Jetzt kann er rüber. Ui, ist das tief. Da sieht man den Boden ja gar nicht. Mal hier auf die Bank setzen, mal gucken. Hochland. Wow. Was ist das? Eine Art Festung?
Bergfestung. Was sind das immer für Schreie? So, hier rüber. Hört ihr das? Unheil verkündend. Okay, hier wieder lang. Ja, die Elemente wiederholen sich natürlich, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Dafür haben wir eine wunderbare Aussicht. Ich würde da schon ordentlich Höhenangst kriegen, glaube ich. Da. Also wir müssen zu der Festung. Da ist ein... Was auch immer? Da unten sind Gnus oder sowas. Was ist das? Ziegen, Yaks, was auch immer. Kriegen sich gerade irgendwie nicht geeinigt. So. Was kann man hier? Hier kann man bestimmt irgendwas machen bei diesen Ziegen. Man kann auf ihnen reiten. Muss man das denn? Stimmt. Versuchen wir es mal. Wohoho. Wie cool. Ziegen reiten. Galopp. Also beziehungsweise Gamsböcke sind das, glaube ich. Das sind keine Ziegen, das sind ja, so Bergziegen halt, ne? Ich glaube, das heißt Gamsbock. Okay, ich muss jetzt gerade eigentlich nur steuern. Das geht auch so ganz gut. Ah, jetzt sind sie... Ach nee, absteigen sollte er nicht. So. Okay. Macht's gut. Weiter geht's. Wir kommen unserem Ziel näher. Oh. Hey, Hannah Horn. Einstein. Horn. Ja. Was sollen wir damit? Mit dem Zahnrad? Mal gucken. Wahrscheinlich muss wieder einer unten bleiben. Kann man das Zahnrad denn mitnehmen? Kann der Junge das Zahnrad mitnehmen? Der Kleine? Ja. Er kann damit nicht springen. Kann der Große damit springen? Nee, der kann auch nicht springen. Dann muss wohl tatsächlich einer bei einem Zahnrad, oder? Guck mal, was passiert. Wahrscheinlich funktioniert die Kurbel nicht ohne das Zahnrad. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Nur, wie kommen wir da hoch? Und alleine kann er das eh nicht bewegen. Nein, Horn. Ja. Wie kriegen wir das hoch?
Vielleicht müssen sie sich das zuwerfen. Also wenn ich jetzt den einen Jungen hinstelle und... Ups, nee, du sollst ja nicht rüberspringen. So. Ihm das rüberwerfe. Ja, das geht. Sehr schön. Dann wird es wohl so laufen. Uch. So. Ach so, das geht wieder nicht. Okay, wie geht das jetzt? Also die können das nicht tragen, weil die müssen ja das Gleichgewicht wahren. Wie ist das gedacht? Das Rüberwerfen geht ja nicht. Kann da auch nicht irgendwie drüber balancieren, das geht nicht. Okay. Ah ja, okay. Okay. Man muss nur richtig stehen. Dann dran setzen. Und nehmt mal eure Positionen ein. Was passiert jetzt? Ah, jetzt kommt hier die... Der ist ja lustig, der Typ. Okay, und wo der lustige alte Mann hinläuft, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!